So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief Deadly Shadow. Ich weiß gar nicht, ob wir wieder schleichen. Nein? Oh, das ist aber mal ein fetter Käfer. Okay. I'll do. Gib mir den Schlüssel. Für was auch immer. Er hat nichts im Gürtel hängen. Das ist das Lustige in diesem Spiel. Die Leute haben alle... ja. Keine Taschen, sondern Gürtel. Kein Durchgang, Quarantäne-Gegend oder Bereich. City geordert von der Stadtwache. No inquiries. Kein Eindringen, keine. Quatsch. Wer dagegen verstört. Verstößt, wird bestraft. The Dogs. Käfer. Pavlock Prison. Okay. Gefängnis klingt ja schon mal nicht so sexy. Tür ist zu. Those are City Watch. You can tell by their insignia. They're the guys I have to look out for. Ja, genau, er sagt schon, vor denen muss ich mich in Acht nehmen. Hey, step lively. Ihr habt nichts gesehen, alles ist in Ordnung. Ich habe nicht eine Stadtwache geschlagen und dann weggetragen. Und dass hier ein Schwert rumliegt, ist auch nicht weiter bedenklich. Something I can do for you? Huh. Ja, kann ich irgendwie mit dir reden? What? Ist voll am Niesen. Someone took it right off my person. Something's got those critters all stirred up. Ist ja eine niedliche Gegend hier. Gut, da wo die rote Hand ist, gehe ich später hin. Don't look too familiar. Na, ich versuche nicht zu. Hallo, Dorfwache. Not again. False alarm. Got myself spooked over nothing. Wie ich schon sagte, das ist nicht weiter bedenklich. Oh.
Hier hinter verstecken ist natürlich cool. So, in Büschen hinter einem Pfeiler. Die finden mich nie. Aber bevor ich das Schloss knacke, möchte ich speichern, weil ich gerne speichern. Aha, ich habe den Schlüssel geklaut, deswegen. Erstmal vorsichtig sein. Der Hausbesitzer ist zwar unterwegs, aber das heißt ja nicht... Eigentlich heißt das nicht mal das. Fire Arrow! Der Feuerpfeil macht mehr Schaden an deinen Gegner und setzt sie in Feuer. Man kann außerdem es in Öl schießen, um damit Feuer zu... Also einen Brand zu starten. Was in Brand zu setzen. So, haha. Ah, Flashbang ist gut. Oh, geheimer Eingang. Wir hätten ihn gar nicht beklauen müssen. Nice to know. Hier gibt es auf jeden Fall irgendwas von Wert. Lass ich so liegen. Loot! Okay, den lasse ich nicht so liegen, da trete ich dauernd drauf. Er ist eingeschlafen. Neben dem Bett. Im Spagat. Na gut, das Bein ist jetzt unwahrscheinlich, dass er die Beinhaltung wirklich so hat. Aber okay. Krass, was man so findet. Nur, warum findet man das? Irgendwas mit dem Kerzenhalter oder so? Nö. Keine Ahnung. Ach, damit man hier feststeckt, findet man das. Okay. Versuchen wir es nochmal mit Anlauf. Nö, kleiner machen geht auch nicht mehr. Oder dafür. Voll der Riesenkäfer, der hier erstmal ganz gechillt über die Straße läuft und eine Ratte jagt. Sachen, die man in einer Stadt eigentlich nicht sehen möchte. Südquartier Brunnen. Careful, okay. Guy. First stone was believed to have been laid. Ah.
nahe dieser Stelle, glaubt man, wurde der erste Stein zur Gründung der Stadt gelegt. Also quasi der erste Grundstein. Das ist nett. Wenn ich hier auf das Dach drauf kletter, dann komme ich nirgendwo hin. Hier in die Markise bringt mich auch nicht weiter. Nö. Also ich mag es ja auf Sachen rauf zu kletten. Oh, was wird da holt? Aber es bringt mich einfach nicht weiter, wenn ich das hier mache. Und ja, ich könnte jetzt auch alle anderen bewusstlos schlagen, nur das bringt mich auch nicht weiter. Gitter sind alle zu. Die Läden verkaufen hier auch nichts. Wenn man die Wachen bewusstlos in den Gassen liegen lässt, dann werden die natürlich von Leuten gesehen und geweckt und dann bricht Panik aus oder so. Oh, die Wachen wieder auf. Nett. Wir haben quasi seinen Rundgang gestartet, als wir hier zum ersten Mal vorbeigekommen sind und ihn gleich bewusstlos geschlagen haben. Warte. Sewer Gates, also der Kanalisationstore. This is Black Alley. The red handprint is the mark of illegal establishments. Da sehe ich doch schon was Nettes. Somebody said they give you bread down at the Hamry Church if you listen to a sermon, do a chore or two. Evening. Es gibt natürlich nichts Geileres als im Schwarzmarktviertel mit dicken Klunkern rumzurennen, ne? Geile Idee und so. Moose Arrow. Der Moospfeil erzeugt ein kleines Flicken oder ein kleines Feld aus Moos. Wenn ich es auf laute Untergründe schieße, dann kann ich darauf leise laufen wie auf Moos. Letzte Moos war von mir. Die anderen stehen im Text. Ich sollte vielleicht nicht auf E drücken. Lieber alles mit Rechtsklick zu spammen. Das waren die Sewer Gates, oder? Ah, da darf ich mich nicht noch höher hängen. Da habe ich jetzt Schaden bekommen, okay. 5 Minuten. Was gibt's denn hier noch so für Sehenswürdigkeiten? Türen, okay. Geschlossene Türen. Red Hand. Ah, sir. Welcome. Is this your first time visiting us? Take your time. Peruse. Enjoy. Shopping should never be a rushed experience. Something in particular you're looking for? The name's Thomas. If the sir needs anything.
Are we looking for anything special tonight, sir? Ja. Ah, das sind Noisemaker. Error? Noisemaker Error. We hope you find everything you need. With this quarantine, we're cut off from our regular suppliers for a while. Ah. Sehr schön. Also hier können wir kaufen. Dann können wir hier, wo der Laden ist. Krass, der Typ ist aufgestanden und weggelaufen. Verkaufen. Garrett. Taff. Didn't expect to see you. Haven't you heard? Lady Elizabeth from Rutherford Castle is after you. She was in here with some goons, asking a bunch of questions about that opal. They did a job on me. See the bruises? Had to give him a name. I guess before I knew that I'd given him yours. Which is the truth, ain't it? Anyway, I watch your back, eh, pal? About the opal. No way I can risk taking it now, but I know someone who can. A fence in Stone Market. Black Market Bertha. If I were you, I'd go to Stone Market to see her now, before those goons find you. Anyway, I can still give you cash for whatever other loot you stole from the castle. Business as usual, and no hard feelings, eh, Garrett? I mean, who's the one all beaten up? Ja, genau. Also, die Lady war hier und sie sucht nach uns. Sie hat ihn mit ein paar Schlägern besucht und entsprechend verprügelt. Aber er deckt uns trotzdem den Rücken und nimmt uns alles ab, was wir irgendwo geklaut haben. Unabhängig davon, ob es aus dem Schloss ist oder nicht. Er hat gesagt, alles, was wir im Schloss gefunden haben, aber Stadtloot geklaut. Er nimmt uns natürlich auch ab. Dann gucken wir mal in unsere Objectives. In Black Alley. Also wir sind in Black Alley. Also, das haben wir ausgeräumt. Dann sagte er doch, wir sind in Black Alley. Wenn nicht, ich render die Folge eh gleich, dann weiß ich, dass wir in Red Alley sind, aber es müsste Black Alley sein. Sewer Gate, das haben wir aufgemacht. Ja. Ah, I gotta say, I'm still hurting all over from that roughing up I got. Hier, Sack voll Geld, das haben wir auch. So you know, I don't take artwork, you know, paintings and stuff. But I know someone who does. A fence over near the docks. Dahlia's her name. And all that arty junk's her game. Ja, das ganze Special Loot quasi. Auch Copper Bracelet. Das dürfte nämlich das sein, was wir da gefunden haben. Bei dem Typen. Genau, und er hat uns weitergeschickt Richtung ich weiß es gar nicht mehr, was steht hier. Deal with Lady. So you can't get into Stone Market. Okay. Komm mit Lady Elizabeth und ihren Leuten klar, damit du dann nach Stone Market gehen kannst. Das heißt, sie werden hier auf mich warten. Ja, die Straßen sind verdächtigst leer. Hier ist gar nichts mehr los. Ah, da sind sie wieder, die Leute. Und die Wachen. Oh, kann ich mich vor der... Ja gut, hier in den Büschen. Gut, aber das sieht mir auch nach einer schönen Stelle zum Speichern aus. Das ist erstaunlicherweise nicht mehr dieselbe Wache. Die hat einen Bogen dabei. Wahrscheinlich wird die Sicherheitsvorkehrung immer größer, je mehr Wachen ich bewusstlos schlag. Irgendwann laufen hier vollgepanzerte Sechser-Truppen rum. Haben euch
myself a good one. Yeah. Und wie kann ich jetzt mit der Frau klarkommen? Ah, toll, das ist eine kleine Wachstube. Hat sich dann doch gelohnt. Man hätte auch von außen reingreifen können, sehe ich gerade. Gut, dann würde ich mal sagen, wie wir da mit dem Auftrag weitermachen, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage soweit, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.